Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne für die PlayStation. Und wie beim letzten Mal beim Cliffhanger sozusagen stehen geblieben, stehen vor dieser Tür und werden da jetzt mal reingehen. Was uns da erwartet, weiß ich nicht, kann sein, dass gar nichts dahinter ist, aber na, hat sich gelohnt zu warten, oder? So, gesperrt, da kommen wir also nicht durch, gut. Da müssen wir gucken, wo wir jetzt hin können. Werkstatt nach der Kirche, also wir haben ja hier, die haben wir alle erledigt. Müssen wir einen anderen Weg gehen. Es gab ja noch einen anderen Weg. Und zwar weiter unten, ne? Da können wir nochmal runtergehen. Ist hier irgendwo runter? Ah, ne, ist da draußen, wo es runterging, ne? Genau. Okay, warte, wir gehen mal hier rum. Was hier, wo ist rum? Wo ist die Treppe? Da hinten. Gut, na, dann müssen wir hier halt runtergehen. Mir egal. Irgendwo werden wir schon weiterkommen. So, absteigen. So, die haben ja auch alle gekillt. Ich muss kurz überlegen, ey. Und tschüss. So. Hier drin haben wir auch alle umgebracht. Ging es denn hier noch irgendwo noch runter? Ne, man konnte hier drin runtergehen, ne? Genau. Gut, dann gehen wir hier nochmal runter. Eigentlich sollten die Gegner alle tot sein, wir haben ja nichts. Wir sind ja nicht irgendwo hingegangen, also. Aber irgendwie komisch ist da trotzdem noch einer, war. Egal. Also, wir gehen jetzt hier längs. Gab es denn nicht irgendwo einen Weg, wo wir letztes Mal nicht weitergekommen sind? Wir haben nicht gerade verkehrt. Genau, da ging es noch runter, ne? Hui. Ein bisschen Leben verlieren wir hier. Ist aber nicht so schlimm. Ah, genau, hier war es, ne? Und hier ging es ja auch noch. Also, wir sind ja letztes Mal hier irgendwo zu einer Tür runtergekommen. Aber geht es hier auch noch irgendwie weiter? Ne, da geht es nicht weiter. Vielleicht können wir ja woanders runterkommen. Okay. So. Macht mein Windows ein paar Sounds. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich konnte es hören. Ich glaube eigentlich, dass ihr es nicht hören konntet, aber egal. Hier runter oder wo runter? Da kann man auch noch runter, ne? Das runterhelfen? So, lag hier noch irgendjemand? Da liegt einer. Den können wir nochmal einsammeln. Oh, das ist aber gar nicht so leicht, glaube ich. Probieren es mal. Man hört unten auf jeden Fall Geräusche. Die es auch mitkriegen könnt. Also ich höre es auf jeden Fall. Oh. Super. Ein Botenzylinder. Okay, keine Ahnung. Leuchtet da nicht noch irgendwo was? Anscheinend nicht. Komm hier runter. Ja. Okay, hier findet man aber nichts. Da geht's noch weiter runter. Okay, hier sind noch ein paar. Da ist noch einer. Okay, den müssen wir auch noch irgendwie holen. Können wir nur von hier bekommen wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Wie soll man da dann hinkommen? Da kann man ja gar nicht richtig gucken. Okay, haben wir geschafft. Wissen des Verrückten ein. Okay, jetzt kann ich runter gucken, aber ich sehe eigentlich gar nichts. Kann man da sich einfach fallen lassen oder ist man sofort tot? Wer ist da noch irgendwo ein Klettergerüst, wo man rauf kann? Doch da, ne? Okay, das gab richtig Leben gerade weg. Das sollten wir vielleicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist natürlich dumm. So. Nein! Was mache ich denn da? So. Ein paar Schuss noch bekommen, wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Ah, guck mal, da unten steht jemand vor der Tür. Können wir uns da hin, irgendwie hin? Okay. Oh, da ist ein... Oh, das ist aber ein... Oh, das ist ein für einer. Oh! 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 Ei, der haut rein.
Oh, oh. Okay. Oh, was macht er denn? Nein, nein, weg. Oh nein. Schnell. Oh. Was macht er? Nein. Oh nein, scheiße, scheiße, scheiße. Eieiei, keine Ahnung, was der da konnte. Bestie. Okay, jetzt mal Bestie bekommen, was immer das ist. Oh, der war gar nicht so leicht. Naja, also war nicht super schwer, aber war auch nicht so leicht, muss ich sagen. Also schon so ein bisschen Ehrfurcht gehabt. Ich weiß nicht, was er sich da gerade verwandeln wollte. So, wieder eine Tür. Ist hier noch irgendwo was, das man finden kann? Nö. Andere Seite. Wieder eine Leiche. Oder so. Man weiß es ja nie. Ne, komm, noch rumgehen, okay. Ja, dann walken wir mal durch die Tür hier. Die geht sogar auf. Perfekt. Selten genug, dass eine Tür hier aufgeht im Spiel. Muss man ja auch mal sagen. Okay. Ah, hier ist wieder eine rote Lampe, da können wir wieder reden. Eine verfluchte Nacht. Eine Nacht, an die man sich erinnert. Meint ihr nicht? Okay. Okay, sagt das Gleiche. Gut. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal hier so ein Getränk. Sicher, sicher. Da geht's runter. Wo geht's denn hier hin? Oh, da hinten kommen ein paar. Hey, da sind aber ganz schön viele da hinten. Wir wollen vielleicht ein bisschen warten hier. Ich weiß es nicht. Runtergehen? Wo geht's denn hier hin? Oh! Ach, Raben! Okay, wir haben ein paar Sachen gefunden. Gucken wir uns gleich mal an. Ich will nur hoffen, dass die Leute da oben nicht die Treppe runterkommen hier. Ne, die gehen zurück. Okay. Dieser Fluch. Das ist ein verdammter Fluch. Oh. Eieieiei. So. Gut, dann können wir auch mal nach oben links gehen, ne? Sind die ja weg? Da liegt nämlich auch nochmal irgendwas. Das sammeln wir glatt mal ein. Was war das denn? Ach, so ein. Ach, wieder so ein Geistwanderer, oder was ist das? Eieiei! Er denn bitte so für einen Schaden? So. Oh, schnell weg. Nein, schnell, schnell weg. Das gibt's nicht. Der hat mich mit einem Schlag tot gemacht. Ah, so ein fieses Viech. So ein fieses Viech. Scheiße. Das ist blöd. Ja, auch ganz schön weit gekommen eigentlich, aber sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Überlegen. Ich fang auch wieder am Arsch der Welt an, ne? Hoch. Der Typ hat mich... Was hat er mich... Hat er mich entführt?
Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Ich dachte wirklich gerade, ich wäre tot. Aber so ist natürlich auch nicht schlecht. Was passiert denn da? Bin ich in einer Art Gefängnis? Anscheinend. Habe ich auch eine Waffe noch hier? Unsichtbares Dorf Yagagul. Okay. Ach, die Kamera. Ist ja ein super Gefängnis. Okay. Dickes Kaltblut. Verrückte quälen sich in den heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Deckt ihre Geheimnisse auf. Okay. Ein weiteres Rätsel. Okay, da geht's runter. Wollen wir erstmal hier oben erforschen? Hey, wo sind wir denn hier? Ah, ich hatte den ja fast schon platt gemacht, den Typen, ne? Muss man auch noch mal kurz sagen. Gehen wir hier längs. Okay. Hier geht's hoch. Ja. War das so ein Viech? Ich dachte, das wäre so ein Käfer gewesen, das war es gar nicht. Zwillingsblutsteinscherbe, perfekt, jetzt können wir unsere Waffe auf jeden Fall aufbocken. Ach, guck mal, da ist der Typ wieder. Aber ich glaube, der wird uns diesmal wird uns richtig killen, wenn er uns erwischt. Wo geht's denn hier hin? Hey, was hechtet denn da längs? Okay. Das ist schwierig, ne? Gehen wir oben längs oder unten längs? Also zwei von der blöden Sorte, ne? Die sehen auch nicht gerade ungefährlich aus. Können wir einen ranlocken? Also man kann ja mit dem Schuss, konnte ich ihn ja... Oh. Muss ihn runterlocken, leider. Aber der hechtet auch ganz schön los, ne? Nein! Hängt er da fest? Mist. Mist. Bin zu spät. Jetzt aber. Oh. Geil. Das war natürlich stumm, ihn jetzt zu erschießen, aber... Blutsteinscherbe, okay, aber nicht so viel gibt's da gar nicht für. Warte mal, können wir nicht einmal hier... So, den zweiten auch nochmal killen. Können wir uns hier ranschleichen. Ah, Mist. Oh, ich habe ihn erwischt. Aber ich muss weiter runter. Hängt er jetzt auch fest? Warte mal. Ein paar Stöße noch haben.
Okay. Mist. Oh. Na komm, mach irgendwas. Mist. Ich will noch einmal kurz suchen. Ich krieg ihn ja nochmal. Jetzt war. So. Hat zwar lang gedauert, aber. Gut. Und die beiden hier oben auf jeden Fall platt. Weiß man nicht, ob sie platt machen sollten, aber. Wie bewachen sie da? Den Mond. Und gleich mal gucken, worum es da geht. Ist doch die Frage, wo wir hier sind, ne? Was für mich wichtig ist, ist eigentlich nur, nochmal so ein Leuchtfeuer zu finden, dass wir auf jeden Fall irgendwo wieder hier anfangen können. Das andere ist ja nicht ganz so wichtig. Ah ja, das ist hier so ein fettes Schwein. Oh oh. Raus hier! Oh nein! Alter, die Sau. Die Sau vor allen Dingen. Oh oh. Nein, da kommt die Ecke. Wo ist der? Jetzt hat er irgendwie so ein Gift, irgendwas ausströmt, oder was ist das? Da habe ich erfrischt. Alter, verbrauchen echt viel. Wo? Oh. Oh. Die dumme Sau. Blutviole, okay. So. Mann, Mann, Mann. Jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Mal ein Leuchtfeuer oder sowas. Das nervt schon. Lass mich hier rum. Oh, hier so ein Typ mit so einem Sack und zwei Hunden. Was ja auch nicht so cool ist. Sieh an, ein Bleichbluthimmel. Okay, da unten sind auch ein paar Viecher.
Dafür kann man, glaube ich, viel looten hier. Wissen des Verrückten? Wissen des Verrückten? Wissen des Verrückten, okay. Gehen wir kurz hier hoch. Alles durch. Guck mal, hier liegt auch noch was. Rasendes Kaltblut. Alter, ich bin voll Adrenalin gerade, weil ich Angst habe, ich sterbe jeden Moment hier. Hier kann man gar nicht durch. Okay, ich dachte, es wäre eine Tür. Kann man anscheinend nicht. Da unten geht es aber auch nicht längs, ne? Ne, ist ein Wasserfluss. Ist das hier eine Tür, die man aufmachen kann? Fest verschlossen, okay. Hier können wir auch nicht durch. Also haben wir hier erstmal abgegrast. Müssen wir zum Gegengift einstellen. Müssen wir woanders hin. Eieiei. Dann ist der Typ. Ist das so ein Sackträger? Ein schwerer oder ist es ein leichter? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal hier hoch. Da hier liegt auch noch einer. Rasendes Kaltblut. 8. Gibt auf jeden Fall ordentlich Punkte, falls wir sterben sollten. Können wir uns trotzdem noch was, ein, zwei Leben holen. Beziehungsweise ein, zwei Level. Da unten sind auf jeden Fall einiges an Wölfen. Und hier läuft auch noch eine Sau rum. Ach scheiße, ey. Wie von diesen Säulen gibt es denn bitte da? Oh, was ist das denn hier? Den sollten wir benutzen? Funktioniert nicht, scheiße. Okay, jetzt wahrscheinlich eine Abkürzung irgendwo hin. Wo wir jetzt noch nicht hin können. Die Sau da unten wird richtig wild. Die hat Bock, uns zu killen. So, hier können wir runter. Hier sind aber arsch viele Hunde. Und die sind ja auch nicht zu unterschätzen. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter erforschen, gehen wir nochmal den anderen Weg da hinten. Das testen wir mal. Oder was sagt ihr? Gehen wir mal hier durch. Haben wir auch noch nicht. Da krabbelt doch irgendwas. Hoch. Hä? Was macht er? Oh, wieder 3 Stück von diesen Zwillingsblutscherben. Cool. Mein Gott, ich traue mich echt nicht weiter zu laufen hier. Die Tür geht sogar auf. Das nehmen wir doch gerne an. Yes! So, haben wir eine Lampe entdeckt. Wie cool ist denn das? Ob wir direkt zum Traum des Jägers zurückgehen sollten, weiß ich nicht. Altraumhafte Rituale sehen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und beende sein grauenvolles Weinen. Ach, okay. Ja, wäre ich mal gleich hier hochgegangen, dann hätte ich mir den ganzen Weg erspart da unten rum, weil hier hatten wir ja diese beiden Berserker da gekillt. Ja, ist natürlich doof. Ich könnte natürlich jetzt zurückgehen im Traum, aber dann müssten wir die ganzen Leute ja nochmal killen hier. Darauf haben wir auch nicht so viel Bock, ne? Also wir können mal hier runtergehen, gucken, welchen Weg es hier noch gab. Wow! Fieses Viech. Ein paar Kiesel.
Da ist noch einer. Oh! Nein! Ach Mann! Blödes Viech, ey. Siehst du noch eine Tür? Wir gehen erstmal hier rein. Sammeln das auch. Oh, hier sammeln wir vielleicht. Blutfiole, Blutfiole. Schon mal gut. Quecksilberkugeln, perfekt. Können wir immer gebrauchen. Kommen. Bitte, Gott! Hier macht nicht lange. Hier macht nicht lange. Naja, ihr macht alle nicht lange hier, ne? Da hinten geht auf jeden Fall etwas Großes, höre ich schon. Okay, da ist so ein Typ wieder. Denk nicht mal dran. Beschissener Heini. Ah! Oh. Schnell weg hier. Okay. Das ist genau der Moment da passen. Okay, warte. Oh nein! Oh. Ach, verdammt, das war genau die Chance. Jetzt aber. Ach, du Scheißviech. Blutsteinscherbe, okay. Heieiei, du, das ist aber echt, das sind harte Dinger, du. Weil die auch so einen harten Schlag haben, ne? Ich meine, fies, fies, fies. So, ich wollte eigentlich mal gucken, was der so hatte. Wo war denn da? Wo war denn das? War das hier? Da hinten drin, ne? Mal gucken. Da sitzt noch so ein Typ, ey. Kannst du da ranschleichen? Wir probieren es mal. Eieiei, der hätte mich bestimmt gekriegt gerade. Okay. Ah, ist ein bisschen sauer jetzt. Geh mal hier vorne hin, der kommt bestimmt zu uns. Oh, so ein paar Schüsse. Komm her. Nein! Das gibt's doch gar nicht, dieser blöde Bastard. Oh, raus hier. Nein! Oh. Schade, schade. Und wir haben auch richtig viele Punkte gehabt hier. Das macht aber nichts. Wir hören einfach direkt hier auf und machen beim nächsten Mal weiter. Währenddessen hole ich uns kurz die
die Dinger zurück und dann müsst ihr das nicht ganz sehen, wie ich die ganzen Dinger wieder zurückhole. Unsere Echos. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal dabei. Bis dann, tschüss.